Wir ernten hier die Rohrkolbenpflanze komplett. Und zwar machen wir das heute mit einem kleinen Saiger. Das ist ein Ballonreifenfahrzeug, was selber nur 2,5 Tonnen wiegt. Und jeder Reifen hat noch einen hohen Auftrieb, wenn er im Wasser fährt. Also der richtet kaum Schaden an, ans Feld. Der Boden wird geschont. Und der kann Bündel mähen, wo de komplette Pflanze ist. Alles oberirdische wird abgeschnitten. Das sind die Blätter, die Stängel und diese komische Dolden, wo diese hunderttausende Samen vor einer Pflanze drin sitzen. Und wir selber machen da aus einer Einblasdämmung. Sag mal, das organische Material ist weiter weggerottet, oxidiert unter Einfluss von Sauerstoff. Und das führt dann zu einer Verschwarzung. Das ist eine Art von Verbrennung, kann man sagen. Und sag mal, diese Verlust an Materialien, die damit einhergeht, ist auch der Grund, dass es diese enorme Treibhausgasemissionen gibt. Dieser Rohrkolbenanbau müsste aus diesem, wie sage ich, aus diesem Pilotstadium rauskommen. Da gibt es ganz viele Pilotfelder, Untersuchungen, es hat sich alles gezeigt, es funktioniert, es läuft. Und jetzt muss es halt hochskaliert werden und industriell umgesetzt werden. Und da braucht es jetzt die richtigen Leute, die damit reingehen. Das maßgeblichste Rohstoff, was ich jetzt auch heute hier erfahren habe, ist das größte Problem, den Rohstoff in ausreichender Menge zu generieren. Then he is invited to have a barbecue here.